Hallo Marius, Ebert hier. Wir spielen Frage und Antwort. Und hier kommt die Frage: Wo sind die Abgrenzungen? Und zwar die Abgrenzungen von Kapitalgesellschaften, ich kürze es mal ab, Kapitalgesellschaften in groß, mittelgroß, klein und ja, noch gar nicht so lange wie die anderen drei. Kleinst. Ja, das ist ja eine neue Rubrik, die man da aufgemacht hat. Wo ist das geregelt und überhaupt nach welchen Kriterien? Also geregelt, hier ist die Frage zu Ende. Aber diese Frage eröffnet eine ganze Reihe von anderen Fragen, nämlich auch, was sind die Abgrenzungskriterien. Ja, und was sind die Abgrenzungskriterien? Den muss hier noch auf. Die Frage lautet allerdings nicht, wie lauten die Abgrenzungskriterien im Einzelnen? Und ich sage Ihnen auch gleich warum. Also. Wo sind die Abgrenzungen geregelt? Zunächst einmal. Wo geregelt? Es gibt Leute, die sagen, Wissenschaft ist Wissen, wo es steht. Und in der Tat ist es besonders hier so, im HGB, Paragraph 267 und Paragraph 267a im HGB, im Handelsgesetzbuch. Dort sind die Abgrenzungen geregelt der Kapitalgesellschaften in groß, mittelgroß, klein und Kleinst. Und die Kriterien lauten, sind drei Kriterien, Strukturzahl 3, nach drei Kriterien. Die Kriterien lauten Bilanzsumme, Umsatz und Arbeitnehmerzahl. Wenn man hier also bestimmte Schwellenwerte übersteigt, dann ist man nicht mehr klein, sondern mittelgroß. Wenn man bei diesen drei Kriterien bestimmte Schwellenwerte übersteigt, ist man nicht mehr mittelgroß, sondern groß. Ja, das ist also die Idee. Und jetzt Achtung, jetzt kommt ein wichtiger Hinweis. Diese Schwellenwerte, die stehen hier und die lernen Sie bitte nicht. Ja, Hinweis, nicht die Schwellenwerte lernen. Warum? Weil solche Schwellenwerte im Laufe der Zeit immer wieder angepasst werden. Das ist mehrfach passiert. Ja, das ist mehrfach passiert. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, war das damals, da war ich noch im Studium, das neue HGB, inzwischen gibt es ja schon wieder ein weiteres Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, das kam, ich glaube, es war 1985. Und da hat man das eingeführt. Ich meine, da wäre es das erste Mal aufgetaucht. Und seit 1985 ist das geändert worden, sind die Schwellenwerte angepasst worden. Ja, genau wie Preise sich erhöhen im Laufe der Jahre, erhöhen sich hier auch solche Schwellenwerte. Und deswegen lernen Sie sowas nicht, sondern Sie wissen, wo es steht. Schauen, stellen sicher, dass Sie ein aktuelles HGB haben. Und dann ist auch sichergestellt, dass doch die aktuellen Schwellenwerte stehen. Ja, man muss in der heutigen Zeit auch lernen, mit was man sich nicht belastet. Denn wenn man das einmal gelernt hat, entlernen ist schwieriger als etwas neu zu lernen. Ja, schwieriger. Entlernen ist schwieriger als neu zu lernen. Da müssen Sie die alten Werte entlernen und die neuen wieder lernen. Und wenn sich dann wieder ändert, müssen Sie es nochmal machen. Ja, also lernen Sie bitte nicht die Schwellenwerte, sondern prägen Sie sich ein, wo das steht. Wissen Sie noch, was die Kriterien sind und dann schauen Sie es nach. Abgesehen davon ist das hier relativ kompliziert. Was ist, wenn man bei zwei dieser Kriterien in der höheren Klasse ist und bei einem noch in der niedrigeren Klasse und hin und her. Ja, hier gibt es ja gewisse Zweifelsfragen auch und das ist alles im Gesetz erklärt. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video, der führt Sie zu meinem Schnelllernsystem.
Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.